Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zum Goat Simulator 3. Es geht um die Trophäe, den Erfolg, Achievement Real Boy. Dafür müssen wir uns vom Wal fressen lassen. Mehr ist hier wirklich nicht zu tun. Ganz easy peasy. Ihr habt gesehen auf der Karte, wo wir sind. Dann hier einmal zu dieser Boje und schon, ja, geht es ab in den Magen. Und normalerweise könnte ich an dieser Stelle das Video beenden, aber es ist ja ein Goodie Guide. Das bedeutet, ich zeige euch natürlich auch noch, wie ihr wieder rauskommt hier aus der guten Stube. Denn das ist gar nicht so leicht. Ich setze hier gleich einen kurzen Cut. Ihr seht ja drin die verschiedenen Möglichkeiten, die es dort gibt. Und dort haben wir diese gelbe Rampe. Ne? Ihr seht dort diese gelbe Rampe. Und von der ist es am besten möglich, ja, das Ganze wieder zu verlassen, indem wir nämlich ja gegen das Zäpfchen von dem Wal springen, hier von dieser Rampe ab, immer wieder versuchen, da sein Zäpfchen, hier das Zäpfchen zu erreichen. Ein-, zweimal kann das eventuell der Fall sein, dass ihr dagegen springen müsst und dann kommen wir wieder raus aus der Geschichte. Das ist das, was ihr tun müsst. Nebenbei gibt es gleich noch ein Event, was wir abgeschlossen haben. Die Punkte können wir ja auch immer gut gebrauchen. Das war's von mir. Ich hoffe, das kleine Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen ist. Verpasst ihr natürlich mit Glocke aktiv kein weiteres neues Video. Ich danke euch fürs dabei sein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.